Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und die liebe Bolzendiel, die steht in, naja, in Minas Tirith. Wir sind ja, nachdem wir in der letzten Folge Minas Tirith verteidigt haben, jetzt über das Reittier jetzt schnell noch zurückgekommen. Naja, ich habe euch den Ladebildschirm mal erspart, habe außerdem ein bisschen das Inventar aufgeräumt, wie man sieht. Das hier mal weg. Ja, jetzt geht's weiter. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Noch sehe ich hier tatsächlich gar nichts auf der Karte. Nehmen wir kurz deaktivieren, aktivieren. Nö. Aragorn müsste auch draußen stehen. Das heißt, er müsste draußen sein. Mal gucken. Ich habe mich noch nicht großartig umgeguckt. Habe nur halt ein bisschen was verkauft. War nach Bre gereist und habe mir, naja, ihr wisst schon, mein Zeugs zusammengesammelt. So, dass ich halt wieder Inventarplatz habe. Aber sonst bin ich sehr gespannt, wie Bre, wie Minas Tirith jetzt aussieht. Man sieht schon hier, ja, es sind schon einige Schäden bei dem Angriff, der Orks, der dem Angriff des Mordorbösen dunklen Reiches entstanden. Mittlerweile sind die Leute schon dabei, das aufzuräumen. Das ist sehr schön. Ich frage mich, wie es den Kindern geht. Hier, wie hieß er, Beryl und so weiter und so fort, die ja, ja uns eine Weile zum Beispiel durch die Kanalisation getütelt hatten. Hier ist das alte Gästehaus, wo die immer standen. Ich gehe mal ganz kurz rein. Einfach nur Interesse halber. Ich sehe jetzt momentan nicht, dass ich hier eine großartige Quest hätte oder dass neue Quests geben, es neue Quests gäbe, von wegen hier räum mal auf und so weiter und so fort. Aber wäre halt auch schön zu wissen, gerade bei den Kiddies, dass es denen gut geht. Auch wenn Quests mit Kindern manchmal nervig sind. Naja, es sind halt Kinder, ne? So, da macht man sich trotzdem Gedanken. So, Punkt. Natürlich hoffe ich auch, dass es anderen gut geht. Wir haben ja doch so einige verloren in dieser mega großen Schlacht. Da sind viele, viele Namen, die wir schon länger kannten, dem zum Opfer gefallen. Vieles ist eben nicht mehr. Viele, viele Leute sind gestorben. Selbst die Suffköpfe haben Leute verloren, die oben halt, für die wir auch ja viel in Minas Tirith gemacht haben. Aber naja, ihr wisst schon, das ist, es ist schwierig. Es ist richtig, echt schwierig. Im Moment, gondorische Überlebende, hier gibt es jede Menge Leute. Ich denke mal, wir gehen raus zu Aragorn, der vermutlich draußen irgendwo, wie gesagt, rumstehen wird. Ah, hier haben wir auch hier, schon eine Quest bei Hurin und Prinz Imrahil. Die beiden haben es zumindest überlebt. Sehr schön. Gucken wir mal. So. Nicht nur eine Aufgabe, wie es aussieht. So, die Feuer des Krieges, Level 105, 108, können wir annehmen. Eine Solo-Aufgabe, eine wiederholbare, die wir noch nie erfüllt haben, ist okay. Wenigstens einmal machen wir sie mit, wie ihr es wisst. So, auch diese hier. Prinz Imrahil, hast du Einführung an Norien? Danke für euer Kommen. Schlachten gezeichnet, jo. Nehmen wir auch an. Dann gucken wir uns die noch an. Noch nie erfüllt habt, sehr schön. Wir kriegen mal wieder normale Quests. Kein Epos, kein Hast du nicht gesehen. Einfach ein bisschen hinterhergehen. Im Prinzip muss man ja sagen, es war, naja, wenn man die Geschichte kennt, war es ja fast die letzte große Schlacht. Ich sage extra fast, weil, ja, fast eben nicht ganz ist. So, ich gehe mal rein, denn offensichtlich haben wir hier drinnen zu tun. Ich weiß noch nicht was. Wahrscheinlich, also ein bisschen wird abbauen wahrscheinlich. Da liegt die Barrikade. Brauchen wir glücklicherweise nicht mehr. Sehr schön. Ja, ich sage extra fast, weil technisch gesehen ist ja im Epos, in der Geschichte, noch eine große Schlacht. Zu der es wahrscheinlich dann auch recht zeitnah gehen wird. Denn effektiv, ne, wenn man sich die Filme anguckt, sind wir ja schon fast am Ende. Im Prinzip gilt es jetzt nur noch darauf zu hoffen, dass der Ring irgendwie beseitigt wird. Und naja, das ohne jetzt zu groß zu spoilern, ich denke, das wird kein Spoiler sein. Und natürlich dafür zu sorgen, dass die Orks abgelenkt sind. Und der Frodo halt es schafft, den Ring in den Schicksalsberg zu schaffen, um eben Sauron zu besiegen. Kicken wir mal. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich irgendwann zeitnah in Richtung Schwarzes Tor bewegen. Wie das hier im Spiel aussieht, tatsächlich habe ich das ja schon mal gemacht mit einem anderen Charakter. Allerdings bin ich da mehr oder minder durchgerusht, habe keine extra Quests nebenbei links und rechts gemacht, sondern habe halt den 140er Charakter, der ja durch dieses Special-Ding da 140 geworden ist. Habe das nur nachgeholt mit dem. Aber wie gesagt, habe nicht nach links und rechts geguckt, nur den Epos schnell gemacht. Deswegen kann ich nicht sagen, ob uns großartig Quests erwarten oder ob es dann direkt weitergeht. Wir werden sehen. So, kleine Fußabdrücke. Fußspuren eines kleinen Wesens. Oh, guck mal an.
Da hat sich noch einer versteckt hier. Aber, ja, verstecken kannst du dich viel. Erwischen tue ich dich trotzdem tun. Ja, ich tue dich erwischen tun. So. Erst einmal aber, wie gesagt, die Nachwirkungen der Schlacht, bevor wir irgendwo auch nur dran denken, in Richtung Schwarzes Tor zu ziehen, ist, denke ich, durchaus die richtige Entscheidung. So, Vorräte, was müssen wir eigentlich mit denen machen? für die Häuser der Heilung, alles klar. Häuser der Heilung, genau. Schönes Beispiel, ich hatte ja doch eine ganze Weile befürchtet, dass Eowyn doch gestorben ist, weil sie ja, wir standen ja effektiv direkt daneben, da hieß, ja, sie ist tot. Ah, sie hat scheinbar doch überlebt. Also doch wieder nach dem Buch. Die künstliche Freiheit, von der ich dachte, dass ich das Spiel nicht rausgenommen hat. Nee, hat sie nicht. Gott sei Dank, muss ich sagen. Ich finde es immer ganz gut, wenn das nicht alles eins zu eins nachgespielt wird, sondern durchaus eben die eine oder andere Geschichte abgeändert wird. Ne? Zum Beispiel halt, wie hier das, ja, Aragorn, die, na, wie heißen sie denn? Die, ja, die Armee der Toten, genau. Dass Aragorn die Armee der Toten schon viel eher, bevor diese Schlacht war, hier weggeschickt hat und dann quasi nur noch mit Gimli und, ja, ein paar Gondorianern ankam und Waldläufern. Und die Armee der Toten effektiv nur bei, weiß gar nicht mehr, was war das für eine Schlacht? Könnte ich jetzt nachgucken. Ist ja einer von diesen Schlachtzügen. Dass er da sie effektiv weggeschickt hat. Natürlich eine falsche Entscheidung, weil er eigentlich hat er sie genau für diese Schlacht geholt und dann schickt er sie eher weg. Aber trotzdem, ich finde künstliche Freiheit, so wie sie sich hier rausgenommen wurde, ist auch notwendig. Ne? Ich will ja nicht einfach nur nachspielen, ich will ja auch mal wissen und so weiter und so fort. Und wenn man alles weiß und alles kennt von der Geschichte, ist halt auch immer doof. Deswegen sind so kleine Überraschungen schon gut. Auch wenn es natürlich bei Herr der Ringe Online, gerade zumindest in der Ringkriegsgeschichte, so ist, dass man natürlich die grobe Geschichte kennt. Dass Sauron am Ende gewinnt, naja gut, das wird definitiv nicht passieren. Aber gerade solche Sachen fand ich schon toll. Zum Beispiel halt auch, dass man die ganze Zeit gedacht hat, hier als wir mit dem Palantir, als die Stadt angegriffen wurde, wie gesagt, ich habe wirklich gedacht, wir werden hier angegriffen und am Ende siegen wir. Und am Ende wurden wir geschlagen, weil Rohan nicht kam. Hat sich aber herausgestellt, lag halt nur daran, dass wir in der Palantir-Mission drin waren. Oder die in der Palantir-Vision gefangen waren. So, was willst du? Dass ihr gute Nachrichten habt. Ja, ich soll Sandbeutel sammeln, kriegen wir hin. Auf jeden Fall, genau solche Sachen ist halt schwierig. Wenn man nicht überrascht werden kann. Deswegen freue ich mich tatsächlich auch ein bisschen auf alle Geschichten, die nach dem Schwarzen Tor kennen, kommen die ja, also sprich, nachdem Sauron eigentlich besiegt ist, was auch immer, da dann für uns, oh, jetzt muss ich Feuer aussanden wahrscheinlich, ja, genau, was uns da erwartet. Weil das zwar im selben Universum spielt, aber effektiv ja nie erzählt wurde. Bin mal sehr gespannt, was da kommt, und was mich respektive uns da erwartet. Ach, ich freue mich da schön drauf. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, wir sind nach wie vor dabei, ordentlich hier aufzuräumen. Die Nachwirkungen von Minas Tirith. Muss ich hier was machen? Nein? Nein, das ist draußen. Okay. Musste nur den Wassertypen Bescheid geben. Okay. Aber wie gesagt, ich bin extrem gespannt, wie die Geschichte hier weiter erzählt wird, weil ja da, ab da können sie sich richtige künstlichere Freiheiten erlauben und sagen, ja, okay, pass auf, das passiert, das passiert, das passiert. Ohne sich, sagen wir mal, wenigstens auch nur grob an die Bücher halten zu müssen. Was ich toll finde. So, da hinten kleine Fußabdrücke. Hatte ich die nicht schon? Kann auch sein, dass das jetzt schon wieder neu ist oder die habe ich einfach vergessen. Ich steig schon mal ab. Kommt ja eh gleich ein Typ raus. Na? Komm her. Kleiner Typ. So. Theoretisch
ist es ja eigentlich so, dadurch, dass Sauron besiegt ist, die richtige epische Geschichte, über die wir jetzt zum Beispiel jetzt 700 Folgen fast hinterhergearbeitet haben, die ist ja theoretisch dann vorbei. Das heißt, entweder muss ein neuer Gegner gefunden werden oder keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Ich bin aber auf jeden Fall drauf gespannt. Und ich bin durchaus auch gespannt, ob sie das ein bisschen nachvollziehen, dass ja eigentlich der Bösewicht eigentlich tot ist und eigentlich wir jetzt mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind oder ob sich ein neuer Bösewicht findet. Auch das ist ja theoretisch möglich. Technisch gesehen war ja Sauron auch nicht der ursprünglichste Bösewicht, sondern Morgoth war es, glaube ich, ne? Ja, genau. Und Sauron war am Anfang auch nur einer seiner Diener. Wer sich mit Herr der Ringe näher auskennt, wird es besser wissen als ich. Aber ne, theoretisch ist auch das der Fall, dass es theoretisch sein kann, dass, dass ein neuer, ja, neuer Sauron, neuer... Naja, ich weiß gar nicht, wie war denn der Begriff von diesen Dingen? Also im Prinzip, Gandalf und so weiter und so fort stehen ja eigentlich auf einer Stufe mit Sauron von, sag mal, von der Geschichte her, von der Machart her. Nur, dass Sauron eben böse geworden ist und dem Bösen gefolgt ist, so einem Gott sozusagen. Und Gandalf, damit er halt auf die, oder nach Mittelerde kommen kann, einige seiner Kräfte aufgegeben hat, so wie alle anderen Zauberer, Radagast, die blauen Zauberer etc. pp. Naja, wie gesagt, ich bin extremst gespannt drauf, wie die das weiter erzählen. Aber ja, ich will nicht vorgreifen. Schließlich dauert es erstmal noch eine ganze Weile, bis wir wirklich so weit sind. Und wirklich sagen können, jawohl, jetzt sind wir auf dem Geschichte. Und ich kann mich daran erinnern, selbst wenn wir jetzt straight Richtung Tour gehen, würden das trotzdem nochmal so einige Folgen werden. Und danach sind wir weiter. Ich bin sehr gespannt. So. Unbarbaren ist ja auch eine dazugekommene Geschichte über die Korsaren etc. pp. Gibt ja, glaube ich, auch eine neue Klasse. Muss ich mir irgendwann mal auch mal freischalten. Eine Charakterklasse. Also hier Seefahrer war das, ne? Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ach. Ich mag das Spiel. Ich spiele gerne viel und probiere gerne aus, aber im Moment. Ja, im Moment komme ich selber nicht so richtig zum Zocken. Merkt er ja. Wäre. So. Ja, es, ja, hier sind jede Menge Leute. Ne? Ich wollte eigentlich Hallo sagen, aber dann habe ich schon wieder mich verklickt. Naja, egal. So. Aber auf jeden Fall. Ah, wenn das auch nur halb so gut erzählt ist wie die Geschichte bisher. Vor allem halt wirklich, als es dann ab Helms Klamm sozusagen. Richtig losging, wo die Geschichten wirklich so doch sehr episch geworden sind. Die ersten Teile des Spiels oder die ersten, naja, ich sag mal so DLCs bis Moria quasi, was der erste Teil war, da merkte man ja, okay, da haben es Dinge und so weiter und so fort, aber erst danach ist das Spiel wirklich richtig mit den anderen Erweiterungen wirklich richtig in Fahrt gekommen. Man hat dann wirklich gemerkt, jo, okay, da haben sich da was einfallen lassen, neue Mechaniken. Manche sind gut, manche sind schlecht. Zum Beispiel halt das Reiten bei den Rohirrim. Ist jetzt nicht so meins, wisst ihr ja. Allerdings ist das mal was Neues. Das gab es so in der Form, zumindest kenne ich das in der Form, auch von keinem anderen Spiel, dass man halt auf seinem Mount weiter durch die Gegend reiten kann und damit auch kämpft. Oder kämpfen kann. Gemacht habe ich ja doch am Anfang eher selten, weil, naja, vielleicht ist das bei anderen Charakterklassen anders, aber die liebe Bolzendiel, die macht halt so extrem viel Schaden, dass es einfach keinen Sinn gemacht hat, aufgesessen zu bleiben, zumal sie auch Fernkämpfer ist. Bei Nahkämpfern, möglicherweise sieht das da anders aus, aber tatsächlich habe ich noch keinen Nahkämpfer durch das Rohan-Gebiet gebracht. Ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit. Mein du. So. Hier irgendwo müssen noch Barrikaden sein, sagt mir das Spiel. Zumindest ist es das, was hier angezeigt wird. Geschundene Weg. Müssen wir halt nochmal gucken, wo wir die Barrikaden finden. Ich finde nämlich gerade keine, wa? Ich finde gerade auch keinen Weg nach oben, muss ich zugeben. Vielleicht bin ich auch einfach noch vorbeigeritten. Adler und Sichel, ja. Okay. So. Also eigentlich müssten hier wohl noch Barrikaden sein. Also hier, das hier wird ja der Weg nach oben sein. Ich gehe mal nach oben. Vielleicht sind die oben, weil hier unten sehe ich keine mehr.
Ja. Oder bin ich jetzt in Richtung Tor unterwegs? Kann auch sein. Keine Ahnung. Ich gehe jedenfalls mal hier hoch. So. Irgendwo müssen die Dinger ja sein. Die Frage ist halt wo. Das Problem ist, sind sie vielleicht auf der Mauer irgendwie vertütelt? Sieht aber auch nicht so aus. Dann könnte man höchstens... Guck mal, da hinten ist der Weg. Den wollte ich, da wollte ich hin. Dann könnte man höchstens gucken beim ersten... beim Aufgang zum zweiten Ring. Dann gehen wir da mal noch hin, weil hier oben sieht es nicht danach aus, als wären hier die Barrikaden. Dann eben runter. Und zum Aufgang halt, wir nehmen nicht die Abkürzung. Wir nehmen immer noch nicht die Abkürzung. Wir gehen so runter und gucken Richtung Aufgang zum ersten Ring. Da hinten ist die Rampe. Irgendwo da müsste dann theoretisch der Aufgang sein. Und ich rechne mal nicht damit, dass so kurz nach der Schlacht einfach gesagt wurde, ja okay, wir sperren alle Aufgänge. Sondern man kommt halt trotzdem hoch. Genauso ist es auch. So, und zerlegen hier die Barrikaden, die glücklicherweise nicht mehr gebraucht werden. Wobei man ja nicht weiß, ob die noch gebraucht werden oder nicht. Denn, na, wie gesagt, Stand jetzt. Wir wissen, wir haben diese Schlacht um Minas Tirith, wir haben die Belagerung von Minas Tirith zurückgeschlagen. Wir haben die Schlacht gewonnen. Aber keiner kann sagen, gibt es denn noch eine oder nicht. So, ich gucke mich hier oben mal ein bisschen mehr um. Hier oben sieht es noch alles relativ frisch aus. Ja. Sieht nicht so aus, als wäre hier oben großartig ein Ork hinbekommen. Wir hatten also wirklich, sagen wir mal, wenn überhaupt, es in den ersten Ring geschafft. Aber nicht in den zweiten. Finde ich gut. Dann war es weit weniger knapp, als man gedacht hat. So. Wir gehen wieder runter. Und geben die Quests ab und dann sehen wir weiter. So, bringt Vorräte zum Wagen, müssen wir auch noch machen. Nehmt ein leeres Fass mit, müssen wir auch noch machen. Sagen wir mal, drei Quests haben wir schon zum Abgeben. Wo ist die, wo nicht das leere Fass eigentlich? Vermute ich hier am Anfang mit, möglicherweise. Wir müssen erstmal zurückreiten. Wir reiten erstmal zurück. So, und dann sehen wir weiter. Lülülülülülü. Ach, ich freue mich. Wie gesagt, auch die Schlacht um Minas Tirith war recht episch gestaltet. Hat mir extrem gut gefallen. Klar gibt es hier und da ein paar Bugs und so weiter und so fort. Die gibt es ja immer. Und klar, es gibt es auch bei Herr der Ringe Online einige Dinge zu meckern. Aber ich würde es ja nicht spielen. Und vor allem, ich würde es nicht jetzt auch, genau wie bei Fiesta, ne? Da gibt es auch viele Sachen zu meckern. Aber ich hätte das nicht so viele Folgen gemacht, wenn es mir nicht Spaß machen würde, wenn ich nicht sagen würde, ja okay, das ist es trotzdem wert. So, Vorräte wurden abgelegt, das war das hier. Das leere Fass finde ich trotzdem nirgendwo. Wenn, dann ist das draußen. Dann gehen wir mal raus. Raus ins, ja, Licht wollte ich schon sagen, da ist das leere Fass. Na gut, dann nehme ich jetzt mal mit. Und gehe wieder rein, weil ich da drin irgendwas machen muss. Leeres Fass mitgenommen. Sprecht mit Hurion. Achso, nee, das sind die Quests. Ich will erstmal gucken, was wir hier machen sollen. Damit verstreute Überreste, alles klar. Gucken wir mal. Gondorischer Überlebender, das ist kein Überrest, glücklicherweise. Keine Ahnung, wo wir das sammeln sollen. Wir waren ja hier schon effektiv. Oder soll das draußen sein? Im Notfall geben wir dann erstmal die anderen Quests ab und gucken, dass wir dann rauskommen. Ich gehe auch wahrscheinlich jetzt beim nächsten Mal nach oben. Hier unten sehe ich keine Überreste. Und guck mal, ob ich oben auf der Mauer oder auf dem Wall irgendwas finde. Wenn ich denn einen Aufgang finde. Aber da hinten ist ja einer. So. Ding. So. Ich glaube... Nee, hier ist nicht. Wenn, dann müssten wir noch ein Stück weiter hoch. Geh mal auf der Mauer entlang. Ob hier vielleicht Überreste zu finden sind. Theoretisch müssten hier ja oben... durchaus auch Schlachtschäden entstanden sein. Logischerweise, über die Mauer müssen sie ja auch erstmal gekommen sein. Da haben wir sie. Verstreute Leichname. Ja. Müssen aber sehr zerstreut sein, wenn die in so einen kleinen Beutel reinpassen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es mir schon fast gedacht, die gibt es also hier oben. Gut zu wissen. So. 3 von 10. War doch die richtige Entscheidung zu sagen, ich gehe hier hoch.
hoffe natürlich, dass das nur Überreste, grauenhafte Überreste, nur grauenhafte Überreste von noch grauenhafteren Orks sind, was effektiv und zum Feiern wäre, aber dadurch, dass ich, naja, die Quest nicht durchgelesen habe, sondern gesagt habe, ja, ich sammle den Scheiß ein, kann ich es nicht sagen. Wobei da schon teilweise was stand, ne? Könnte man ja nochmal ganz kurz gucken. Leiche haben wir, die vor der Belagerung fielen. Derer, die vor der... Ach, sind das möglicherweise eben, naja, ihr wisst schon, die Köpfe, in Anführungsstrichen, die mit dem Katapult reingeworfen wurden, um die Leute zu verunsichern. Das ist natürlich möglich. In dem Fall verdienen die natürlich ein vernünftiges, ordentliches Begräbnis, das wir sie auch kriegen werden. Bin ich zuversichtlich. Aber es ist, ja, ist dann schon grauenhaft und ein schreckliches Schicksal. Aber immerhin, ne, diese Überreste, zumindest ein Teil von ihnen, wird wenigstens seine letzte Ruhestätte in einem anständigen Grab bekommen. Das ist ja auch schon mal was. Wenn es ihnen auch selber nichts nützen wird. Muss man ganz offen so kommunizieren. So, Hüter der Feste, bitteschön. Beenden wir. Dich beenden wir auch. Dich beenden wir auch. Dann beenden wir das hier. Das hier. Und das hier. Damit hätten wir diese Quest auch einmal abgeschlossen. Ein neuer Versuch steht zwar da, aber das brauchen wir nicht. Zwischenspiel. Zwischenspiel nehmen wir grundsätzlich an. Sprecht mit Pippin in der großen Halle der Häuser der Heilung. Selbstverständlich, dazu müssten wir wieder rein und nach oben. Das kriegen wir glatt hin. Linkes Pferd, sechster Ring. Ja, dann rauf auf den sechsten Ring. So, sehr schön. Keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt, dass das ein extra Pferd ist oder die Schnellreisefähigkeit. Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Mir egal. Wichtig ist, wir kamen halt her. So, wir müssen auf die andere Seite. Das machen wir noch schnell. Ja, ich muss langsam aufhören mit der Folge, denn die wird tatsächlich in ein paar Minuten oder paar Stunden, soll die eigentlich veröffentlicht werden. Das werde ich wahrscheinlich eh schon nicht mehr schaffen. Insofern, sorry dafür. Aber immerhin kommt eine. Ist auch schon mal was. So, aber nichtsdestotrotz, ja, kann durchaus sein und wird so durchaus sein, dass er das Diebel spät ist. Ich sag's jetzt auch ein bisschen spät, aber wenn die Aufnahme oder wenn die Videoqualität euch noch nicht das gewohnte Niveau erreicht, dann liegt das daran, dass die Folge noch bearbeitet wird von YouTube. Da könnte es sein, dass es halt am Anfang ein bisschen bescheiden aussieht. Wartet kurz, guckt die Folge notfalls nächsten Tag an. Da ist sie jedenfalls, das ist ja schon mal was wert. So, wir sollen mit Pippin reden, der sich wohl hier in den Häusern der Heilung befinden soll. Ja, hier drin, vielleicht Lucky. Würde den gern noch finden. Und wenn wir da schon mal da sind, theoretisch würde ich auch gern die liebe Eowyn, die sich ja eigentlich auch hier befinden muss, besuchen. Theoretisch. Guck mal, da haben wir Pippin. Mary. Mary wurde offensichtlich auch sehr stark verletzt, okay. Na gut. Halt, Pippin. So, jetzt. So, ich lese mal kurz vor. Einfach nur, weil, ne, ihr wisst schon, wir kennen die Charaktere. Ich bin so froh, dass ihr hier seid, Bolzenil, aber ich fürchte, nicht einmal ihr könnt jetzt helfen. Die Heilkunde von Gondor soll die beste in ganz Mittelerde sein, doch niemand scheint auch nur irgendwas für Mary tun zu können. Er ist im Schmerz einer schrecklichen Krankheit gefangen. Die heißt wohl der Schwarze Schatten und hat viele Soldaten befallen, die dem schrecklichen Reiter zu nahe gekommen sind. Mary ist so blass. Er ist offenbar in einem Traum gefangen, aber manchmal schreit er im Schlaf auf. Ich wünschte, wir könnten etwas für ihn tun. Das wünschte ich auch, aber ja, wir werden wahrscheinlich etwas tun und schließt ihr das Zwischenspiel ab. Traum, kalter Stille. In der nächsten Folge. Definitiv. So. Da haben wir auch mal wieder so ein Dingens. Ja, gucken wir mal. Spielen wir in der nächsten Folge Mary und gucken, wie es ihm ja geht, nachdem er sich doch mit dem Hexenkönig angelegt hat. Genau wie eben Eowyn. Ich hoffe, dass Lee nicht selbst auch so gefangen ist. Nun gut, wir werden es sehen, wie gesagt, in der nächsten Folge. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.